Jetzt ist Markus Kotzer dran, der Sozialsprecher der Grünen. Ja, heute geht es tatsächlich um das Budget und um die finanziellen Mittel, die im Budget vorgesehen sind für ganz wesentliche, wichtige Maßnahmen im Wirtschaftsbereich, im Sozialbereich, im Umweltbereich, im Klimabereich. Jetzt auf der Tagesordnung steht unter anderem der Themenbereich Soziales, Konsumentenschutz, und da gehören auch die Pensionen dazu, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Pensionen spielen immer im Budget eine ganz besondere und große Rolle, auch von den Volumina her. Und wir sprechen hier von jenen Mitteln aus dem Budget, die vom Steuertopf ins Pensionssystem fließen. Warum fließen Mittel aus dem Steuertopf ins Pensionssystem? Wir wissen alle, Arbeitnehmerinnen, Selbstständige, Bäuerinnen zahlen alle ihre Pensionsversicherungsbeiträge, ihre Sozialversicherungsbeiträge. Aber die sind in der Regel oft unzureichend, um insgesamt die Pensionsansprüche dann noch entsprechend zu finanzieren. Man kann es ganz grob sagen, die Arbeitnehmerinnen ungefähr finanzieren mit ihren Pensionsversicherungsbeiträgen ca. 80% ihrer Pensionen, also haben eine sehr hohe Abdeckung. Die Selbstständigen sind bei 50%, die Bauern und Bäuerinnen bei ca. 20%. Das hat auch damit zu tun, dass es schlichtweg auch weniger Einzahlerinnen gibt, als tatsächlich auch Menschen, die dann in Pension gehen. Das heißt, da ist eine Lücke. Und diese Lücke, die wird aus dem Budget, aus den Steuermitteln abgedeckt. Und es ist auch kein Wunder, dass das Budget, dass die Budgetmittel, dass der Posten für Pensionen relativ ein hoher ist, weil es sind alleine 2,2 Millionen Pensionistinnen und Pensionisten in Österreich, die bereits Pensionsansprüche aus den gesetzlichen Pensionsversicherungen haben. Und darum ist halt auch entsprechend der Anteil der Pensionen, die aus dem Budget mitfinanziert werden, da gehören auch die Mindestpensionen, die Ausgleichszulagen dazu, relativ hoch, nämlich bei 13,9 Milliarden Euro. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn man zu den 13,9 Milliarden Euro jetzt auch noch die Beamtenpensionen dazu zählt, das immer bei 25 Milliarden Euro. Und ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist viel Geld, das ist sehr viel Geld, das für die Sicherung von Menschen, von Einkommen für Menschen im Alter aufgewandt wird. Aber es ist richtig, es ist auch gut so. Und weil heute sicher wieder die Finanzierungsfrage gestellt wird, nämlich ob die Pensionen finanziert werden können, und das wird der Kollege Loacker, der irgendwann nach mir zum Reden kommt, sicher machen, nehme ich bereits die Antwort darauf vorneweg. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Pensionen sind finanzierbar. Es ist nämlich schlichtweg so, dass immer wieder, wenn man sich die Pensionen anschaut, meistens eine Momentaufnahme gemacht wird. Da schaut man sich das Geld an und sagt, Jesus, nein, Budget ist so viel budgetiert, das können wir uns ja nie im Leben leisten. Aber es kommt in Wirklichkeit einerseits auf die Langfristprognosen an und vor allem kommt es auch darauf an, dass man die Ausgaben der Pensionen nicht nur in absoluten Geldbeträgen sieht, sondern immer in Beziehung auch zur gesamten Wirtschaftsleistung anschaut. Und wenn man sich anschaut, was die Alterssicherungskommission in ihrer Langzeitprognose praktisch projiziert in die Zukunft, ob die Pensionen finanziert werden können oder nicht, dann sieht man, dass tatsächlich der Pensionsaufwand insgesamt ziemlich stabil bleibt, den wir aus dem Budget zu zahlen werden. Da gibt es keine großen Ausschläge. Da ist die Frage der Finanzierbarkeit bei weitem nicht so drastisch gestellt, wie es gerne dargestellt wird. Das, was es tatsächlich gibt, es gibt leichte Anstiege, sie sind aber relativ klar und einfach zu erklären. Das hat demografische Gründe, die Boomer gehen in Pension, wir haben weniger Arbeitnehmerinnen, weniger Beitragszahlerinnen, aber auch das pendelt sich ein. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, das Schöne bei Prognosen und Projektionen ist immer das, sie sind ja auch beeinflussbar. Das heißt, die Politik kann auch einiges tun, um beispielsweise die Beiträge aus dem Budget, aus den Steuermitteln ins Pensionssystem möglichst niederzuhalten. Und wie können wir das machen? Beispielsweise durch eine aktive, gute, offensive Beschäftigungspolitik, wo wir sicherstellen, dass möglichst viele Menschen in guter Beschäftigung sind und möglichst viele Beiträge gezahlt werden. Dann ersparen wir uns nämlich auch mehr Mittel aus dem Budget. In diesem Sinne, unsere Pensionen sind erfreulich sicher und wir können unseren Menschen im Alter auch einen schönen Lebensabend bescheren. Danke.